Ist das die Realität oder nicht? Nein, das erfinden wir gerade. Mescalin ist einerseits einer der teuersten und am schwersten zu bekommenden Drogen und andererseits kann man die Pflanze, wo Mescalin enthalten ist, sehr leicht legal im Internet bestellen. Das, was mir für dieses Experiment in mein Wurstbrot gemischt wurde, ist Mescalin HCL, also der reine Wirkstoff. In der Form ist das Zeug verdammt schwer zu bekommen. Auf den Seiten im dunklen Netz gibt es meist nur ein oder zwei Händler, die das verkaufen und diese Händler verschicken meist von riskanten Ländern. Die Substanz hätte eigentlich den zweiten Platz in meinem seltene Drogen-Ranking verdient gehabt, aber ich hatte Mescalin da gar nicht im Kopf. Zusätzlich kostet die Reinsubstanz an die 160 Euro pro Gramm. Eine reguläre Dosis geht von 200 bis 400 Milligramm. Mein Trip für dieses Video hat 40 Euro gekostet. Zum Vergleich, einen normalen 2CB-Trip bekommt man für unter 10 Euro. 2CB und Mescalin schauen sogar von der Molekularstruktur fast gleich aus. Trotz der ähnlichen Struktur unterscheidet sich Mescalin dennoch an sehr entscheidenden Stellen von 2CB. Dazu aber später mehr. Mescalin ist ein Wirkstoff, der sich in dem Peyote-Kaktus und Sankt Pedro-Kaktus befindet. Und vor allem dieser Peyote-Kaktus ist sehr leicht im Internet legal erhältlich. Das hier ist so ein Mini-Peyote, den ich legal im Internet erworben habe. Aber falls du denkst, dass du einfach ein bisschen Kaktus essen musst, um dich wegzuballern, muss ich dich enttäuschen. Die meisten Kakteen bestehen nur zu 0,4% aus Mescalin, was bedeutet, dass du irgendwie 50 bis 100 Gramm Kaktus essen musst, um einen Effekt zu verspüren. Bis du das verspeist hast, hast du dich vielleicht schon so 10 Mal übergeben. Der Reinstoff ist ja schon bekannt dafür, dass er Übelkeit auslöst, aber wenn man da noch Pflanzenteile mit dabei hat, soll die Übelkeit nochmal viel krasser sein. Dennoch ist es verbreitet zu versuchen, durch das Essen des Kaktus high zu werden. Renz von Drogs Lab wirkt ein dickes Stück Kaktus runter, dabei muss er sich alle 30 Sekunden fast übergeben und dann hat er da nicht mal einen Rausch davon. Kein Effekt. Ich habe nicht getrippt. Dann habe ich aber auch gesehen, dass Jascha vom Drogen-YouTuber Kabal Set und Setting in seinem Mescalin-Video darüber spricht, wie er da die ganze Pflanze gegessen hat, aber halt so komplett pulverisiert. Für mich wäre das vermutlich wegen der viel zu krassen Übelkeit gar nichts, aber viele sehen diese Übelkeit als essentiellen Part der psychedelischen Reise. Wie auch bei einer Ayahuasca-Zeremonie ist das Kotzen vorprogrammiert, aber das Erbrechen soll sich dann auch teils sehr befreiend und reinigend anfühlen. Es fühlt sich dann wohl so an, als würde man sich von seinen Lasten und Traumata befreien. Wichtige Info, die Pflanze ist ja legal für botanische Zwecke wie jetzt hier, aber sobald du sie irgendwie pulverisierst oder anders für den Konsum vorbereitest, wird sie illegal. Ich war ein bisschen geschockt, als ich gelesen habe, dass Mescalin auch so toxisch sein kann, dass es zu Atemlähmungen und Leberschäden kommt, weil ich von solchen Nebenwirkungen noch nie gehört habe. Aber das passiert scheinbar erst bei Dosierungen ab 2 Gramm. Das wäre das Zehnfache einer normalen Dosis und ein Rausch, der 320 Euro kosten würde. Von der Gefährlichkeit her wird Mescalin bei den meisten Rankings als deutlich gefährlicher eingestuft als jetzt die halluzinogene LSD oder Pilze. Wie alle Psychedelika kann Mescalin eine Psychose auslösen oder man kann einen Bad Trip haben. Besonders wenn man nicht auf ein gutes Set und Setting achtet, kann so ein Rausch voll mit Panik, Angst und negativen Gedankenschleifen gefüllt sein. Mein Homie Yogi, mit dem ich das genommen habe, und ich hatten an dem Tag wirklich das perfekte Set und Setting vorbereitet. Das Wetter an dem Tag war großartig, wir hatten ein gutes Mindset und wir hatten vor, das Ganze im schönsten Park in München zu machen. Um ca. 15.20 Uhr nahmen wir das Mescalin bei mir zu Hause ein. So, jetzt erstmal in die App eintragen, dass wir jetzt gerade das Mescalin genommen haben. Mescalin Konsum starten, 250 Milligramm starten. Dann gingen wir los zum Park mit einem Zwischenstopp bei einem Supermarkt, wo wir uns noch coole Früchte und Müsliriegel zum Snacken holten. Direkt an der Kasse hat man dann schon gemerkt, dass sich langsam die Wahrnehmung verändert. Einerseits hatte ich da schon so ein bisschen positive Aufregung, wo das hingeht. Andererseits war es dann auch eine Art mulmiges Gefühl. Ah, ich merke gerade, dass irgendwas in meinem Körper passiert. Huiuiuiui, ist das gerade gut oder schlecht? Eine Sache, die definitiv schlecht war, war, dass mir dann schlecht war.
Besonders am Anfang musste ich paar Mal so würgen, aber auch später konnte ich ein minimales Übelkeitsgefühl in meinem Magen feststellen, wenn ich auf mein Bauchgefühl im wahrsten Sinne des Wortes geachtet habe. Aber es war nie sonderlich dominant bei mir und hat mich jetzt nicht gestört. Bei meinem Homie Yogi, dem 50 Milligramm mehr ins Wurstbrot gemischt wurde, war das deutlich präsenter. Dem war durchgängig sehr übel und der hat sich mehrmals während des Trips übergeben. Für ihn hatte das aber auch was Schönes, Befreiendes. Eigentlich würde ich am liebsten hier sitzen und kotzen. Wir haben uns dann einen schönen Platz im Park gesucht, wo sich dann die vollste Mescalin-Wirkung entfaltete. Mescalin ist genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. So richtig schön warm und so, ja, ich fühle wie so, wie sich die Grenzen an der Haut, an den Armen so auflösen, wie man quasi sich so verbunden mit der Umgebung fühlt. So. Eigentlich, glaube ich, ist quasi Mescalin eigentlich meine Lieblingssubstanz. Ist das ihr schon vorher immer? Geil! Anfangs war mir ja noch mulmig und ich war teils etwas nervös und ängstlich, aber irgendwann wusste ich so, so ist die Wirkung von Mescalin. Okay, mit der Wirkung komme ich definitiv klar. Es kommen mir alle Leute hier so entschillig vor. Da hier geht halt einfach so ein Typ mit langen Haaren, mit Händen in der Hosentasche. Wenn der nicht chillig ist, der Typ, dann weiß ich auch nicht. Plastizität ist ein gutes Wort. Oh mein Gott, Wolken! Holy shit! Holy shit, wie krass! Hey, wie nah sind denn die Wolken, Junge? Besonders wenn ich in den Himmel geschaut habe, hatte ich so nice Fraktaloptik und der Himmel kam mir so vor, als wäre er nur 5 Meter über mir. Das ist so, als könnte ich die fast anfassen, Junge. Das habe ich ja noch nie erlebt. Oh mein Gott, wie geil ist denn das? Ich bin nicht so anfällig für Optics. Neben DMT war für mich Mescalin die Substanz, die die meisten Optics ausgelöst hat. Besonders im Verhältnis zum Mindtrip. Bei LSD ist es ja so, dass ich da bei Dosierungen, wo ich schon fast überhaupt nicht mehr weiß, wer ich überhaupt bin, nur die Farben ein bisschen kräftiger und intensiver sehe. Hier sah ich schon Fraktale und hatte noch komplett klare, zusammenhängende Gedanken. Das ist ja... Oh. Siehst du die Fraktale da oben? Ich würde sogar auch sagen, dass Mescalin das klarste Halluzinogen ist, was ich probiert habe, sogar noch klarer als 2CB, besonders weil die Wirkung viel geradliniger verläuft. Nicht falsch verstehen, ich war übel am Trippen und habe nicht Sachen gedacht und gefühlt, die ich nüchtern fühlen würde. Euer Leute, ich bin so krass am Trippen gerade. Ich dachte vorher gerade so, war das der Peak, aber so... Alter, meine Wahrnehmung ist gerade einfach nur... Es ist schon intensiv, aber es ist nicht so, dass man ständig den Gedankenfaden verliert, so wie es bei mir bei LSD ist, oder dass man in so weirde Gedankenloops reinkommt. Und man kann dann noch über viel weltlichere Sachen nachdenken, während ich auf LSD versuche, mich daran zu erinnern, wie ich das Universum geschaffen habe. Es kommen schon auch so Sachen, es ist innerlich so ein bisschen... Du kommst mir gerade vor. Zerreißende Sachen auch so. Du hast es jetzt gerade gesagt wie ein kleiner Bub. Ja. Ein kleiner, süßer, verwundbarer Bub. Und man muss... mal ab und zu der kleine verwundbare Bubs werden, der man früher mal war. Der muss man auch ab und zu mal wieder werden. Hab ich noch Touch zu meinem kleinen Jungen? Doch, ich bin schon End. Da könnte ich fast ein bisschen emotional werden und zwar... Wir wurden dann auch so beide kurz emotional. Ich unter anderem, weil ich an so ein cooles Batman-Spielflugzeug denken musste, was mir mein Vater als Kind gebaut hat. Und obwohl das ein cooles, selbstgebautes Flugzeug war, habe ich mich damit nicht zufrieden gegeben und wollte unbedingt das originale Batman-Flugzeug aus der Werbung von Nestle hergestellt, vermutlich. Mit der Hand gemacht, so end das krasse Ding. Ja, das ist eigentlich ein Moment, den ich nicht richtig appreciated habe. Stell dir vor, so, er hat mir damals das Spielzeug gemacht und jetzt... Das zeigt den Mahnwert.
25 Jahre später. Ich hätte eigentlich so voll losheulen können, so ich weiß nicht, ob es dann so Trauer oder so quasi einfach melancholisch, so diese Gedanke von diesem Spielzeug. Ich finde es krass, dass ich ausgerechnet über ein Spielzeug nachgedacht habe, das mir mein Vater gemacht hat, weil ich habe danach herausgefunden, dass man so sagt, dass Ayahuasca so die Energie einer starken weiblichen Mutter hat und Mescalin im Gegensatz dazu die männliche Energie eines sanften Großvaters. Ich finde es auf jeden Fall körperlich intensiv. Es ist so... schon auch so aufwühlend. Geil, was da passiert, oder? Ja, geil, was da passiert. Ich fühle die Situation hart. Ich finde die Behandlungen von allen Leuten gerechtfertigt. Also ich würde jetzt nicht so sagen, der Hund hat irgendwie übertrieben reagiert oder so. Und ich finde auch nicht die Gänse haben übertrieben reagiert. Ich finde so, es war von allen Seiten eine relativ angemessene Reaktion. Boah, das könnte ich jetzt nicht. Das könnte. Jetzt. So, ich finde es interessant, dass ich auch so, ich habe mir zwischenzeitlich so überlegt, so will ich jetzt Musik anmachen. Und da habe ich gedacht, nein, so irgendwie fühle ich gerade so end dieses, die Natur zu hören. Das passt irgendwie gerade so übelst gut. Alles ist ja so ein Fraktal. So alles gibt es im Kleinen und Großen. Ich bin ein Typ, der die vierblättrigen Kleeblätter sucht. Und das ist ja das Glück. Und ist sozusagen mein Leben auch so in einer größeren Gesamtebene. Alle Sachen, die so im Leben passieren, sind so Metaphern für das Große, für das Größere auch im Leben. Weißt du, wie ich meine? Ja. Aber die Mönche, die Scheiße essen, sind schon ein bisschen hängen geblieben, glaube ich. Die Mönche, die Scheiße essen. Was sind das für Leute? Yam, yam, yam. Aber bist du allgemein bunt? Ich bin endbunt, wahrscheinlich blau. Du schaust voll bunt aus. So, ist es normal? Du hast so, ja, so blau. Das ist oft so. Du so voll blau. Aber ich bin ich so? Bin ich so blau und rot und alles? Du bist ja, alles. Auch. Ah! Holy shit. Man ist bunt, ja. Man ist nicht nur. Wir sind halt weiße. Ja, wir sind bunte. Ja, aber sind wir das wirklich oder sehen wir das jetzt gerade nur? Hä, scheiße, ist das. Weil ich schaue dir an und denke so, ja, das ist wirklich, du siehst wirklich so aus. Es schaut nicht aus wie Optics. Nee, ist auch so. Das ist die Realität. Da ist gelb, da ist blau, da ist. Ist das die Realität oder nicht? Nein, das erfinden wir gerade. Aber es ist ja eigentlich dann krass, dass es eigentlich so aussieht und wenn die Leute das wüssten. Bei den Videoaufnahmen sah unsere Haut komplett normal aus, aber irgendwie glaube ich seit dem Trip, dass wir eigentlich bunter sind, nur dass wir das mit unserem normalen Bewusstsein nicht sehen. Also wir sind sozusagen alle People of Color. Wenn die Leute wüssten, dass alles eins ist, dann wird es hier... Dann wird sie die komplette Eskalation. Dann wird sie die komplette Eskalation. Nee, oder vielleicht, wenn sie wüssten, dass alles eins ist, wird es genau gleich... Wird alles genau gleich sein. Ja klar, was sollen sie denn anderes machen? Ja, okay, jetzt ist alles eins. Jetzt. Alles ist eins. Haben wir alles anders. Highway. I'm on a highway to heaven. Falling on a highway to hell. Wie entsteht eigentlich die Wirkung von Mescalin? Wie auch bei anderen Psychedelika geschieht dies durch eine Bindung und Aktivierung von Serotoninrezeptoren. Und zwar an die Rezeptoren 5-HT2A und 5-HT2C. Ja, mit diesen Rezeptoren könnt ihr bestimmt total viel anfangen. Oder jetzt sagt ihr alle gleich, 5-HT2C, jetzt weiß ich natürlich Bescheid. Was das für ein Rezeptor ist, habe ich mich schon gefragt, ob das der Rezeptor ist, wo das andockt. Ich bin gerade über die Mauer. Das war jetzt voll so die Erfahrung, weil ich dachte mir so, die ist die schon immer so hoch, so muss ja voll so. Das ist ein massives Ding.
ihr sehen würde, was ich sehen würde. Es ist halt alles so wunderschön. Es ist alles so wunderschön. Krass. Krasses Leben. Irgendwie ist der Gedanke interessant, so quasi. Ich bin jetzt Single. Es wird ja so sein, dass ich jetzt nicht ein Leben lang Single sein werde. Und quasi der Gedanke, dass da irgendwo eine andere Person gerade schon draußen ist, die Person sein wird, die, mit der ich zusammenkomme. So, wir wissen es beide auch nicht. Das ist irgendwie. Es gibt irgendwo eine Dame da draußen. Und wir wissen beide es nicht, dass wir irgendwann unsere Wege sich kreuzen würden. Wir haben keine Ahnung. Diese Vorstellung hilft mir bis heute, 4 Wochen nach meinem Trip, sehr gut mit dem Single-Leben klarzukommen. Für die, die es nicht wissen, ich war die meiste Zeit meines Erwachsenenlebens in einer Beziehung und deswegen struggle ich mit dem Thema immer ein bisschen. Aber jetzt ist es unter anderem auch wegen dem Trip besser als je zuvor. Genau genommen bin ich gar nicht Single. Ich weiß nur noch nicht, wer meine Frau ist. Ich bin Junkie, ich muss mit zwei Händen, mit zwei Sachen gleichzeitig. Ich bin der Technik-Freak, so. Das bin halt einfach ich, so. Oh, 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 oh. Merkt ihr das? Spürt ihr das? Spürt ihr das auch? Was ist das? Freiheit. Es ist Freiheit. Ja, das ist das Gefühl. Merkt es euch und habt es immer. Freiheit. Das ist auch was. Gibt's ja auch gar nicht wirklich, aber das haben wir uns auch ausgedacht, nur Freiheit, aber es ist was Witziges, was wir uns ausgedacht haben. Er macht gerade seinen Lizard Walk und der Typ schaut einfach so zu. Der Typ so. Experience. Als die Sonne anfing unterzugehen, haben wir dann unsere Musikbox angemacht und sind losgezogen, um einen neuen Spot zu finden. Alles klingt so. Hallo Leute, wir haben Musik dabei. Das ist so offensive. Ja, ja. Voll wann. Wir reißen das Recht an uns, quasi jetzt zu bestimmen, was für eine Musik läuft. Ja. Come along with me, quasi sei im Flow, go with the flow and then I'll ease your pain. Dann tut das Universum dein Pain easen. Ja, nee, so funktioniert's auch nicht. Pain easen, aber du musst den Pain auch einfach akzeptieren. Ja, das stimmt auch, aber dann wird er auch damit automatisch geeased. Irgendwann war es dann dunkel, der Park war relativ leer und wir haben mit voller Energie zu unserer Musik getanzt. Sehr auffällig war, dass der Peak des Rausches sehr lang ging. Bei den meisten anderen Psychedelika kann ich so die intensivste Phase des Rausches auf eine Stunde festmachen. Aber hier war es bei mir von Stunde 1 bis Stunde 5 gleich stark. Irgendwann sind wir dann zu mir nach Hause und haben den Trip ausklingen lassen. Für eine sehr geile Stimmung sorgte natürlich der Projektor 3000. Bestelllink im angepinnten Kommentar. Wenn ihr euch einen Projektor 3000 gönnt, unterstützt ihr nicht nur diesen YouTube-Kabal, sondern auch die Weiterentwicklung der kostenlosen Open Mind App. So 7 bis 8 Stunden war ich eindeutig am Trippen, aber auch viele Stunden danach habe ich noch eine definitive Wirkung wahrgenommen, aber das war halt dann kein richtiger Trip mehr. Beim endgültigen Fazit von Mescalin muss ich aufpassen, dass ich nicht zu schwärmerisch werde, weil ich muss schon sagen, dass das einer der schönsten Substanzerfahrungen war.
Lag aber jetzt nicht nur an der Droge, sondern auch daran, dass ich es bei fantastischem Wetter in einem wunderschönen Park mit meinem besten Homie gemacht habe. Der warme, herzliche, sanfte Großvater, das trifft den Vibe von der Droge wirklich ganz gut. Vergesst bei diesen Schilderungen nicht, dass das nur meine Erfahrung war. Es gibt genügend Mescalin-Horror-Trip-Erfahrungsberichte im Internet und die Substanz kann wie gesagt auch Psychosen auslösen. Davon abgesehen, der reine Mescalin-Wirkstoff ist so schwer zu bekommen, dass die meisten nicht die Gelegenheit haben werden, das so zu konsumieren, wenn dann in Form der ganzen Pflanze, wo die Übelkeit nochmal viel krasser ist. Ich rate natürlich strengstens vom Konsum ab, erst recht, wenn ihr noch unter 21 seid. Schreibt eure Mescalin-Erfahrungen in die Kommentare, falls ihr eine hattet. Wenn ihr nicht nur ein Open Mind habt, sondern auch ein Open Mind 3000, dann abonniert diesen Kabal.